Was ist los? Keine Gäste. Wenn man hier steht und nichts zu tun hat, ist es halt auch einfach deprimierend. Ja, und hier habe ich definitiv die Lust verloren. Ich höre, wo ist mit Tod hin? Genie-Salat. Die Testesser werden euch damit zerlegen. Was ist mit der Wurst? Die geht überhaupt nicht. Spaß am Essen habe ich hierbei nicht. Einer hat ja gar nicht gegessen. Und gastronomisch ist das eine Vollsechs. Tut mir leid, ich kann euch nicht sagen, ob wir weitermachen oder nicht. Höchste Eisenbahn in Nordhessen. Eine Zugstunde von Kassel entfernt nähert sich Frank Rosin seinem heutigen Fall. Ich bin im schönen Bad Soden-Allendorf. Das ist ein Kurort. Schaut euch das mal an. Pittoresker geht's überhaupt gar nicht. Wunderschön. Und von hier hat mich der Daniel gerufen. Daniel betreibt hier ein Restaurant, das heißt Zweistein. Und der hat damit ganz, ganz große Probleme. Jetzt hat sich mein Team im Vorfeld seine Bewerbung angeguckt. Hat ihn, glaube ich, auch schon kontaktiert. Er weiß aber nicht, dass ich heute komme. So, das wird jetzt eine mega Überraschung. Ich mag ja solche Orte. Ich mag sie, weil man hier so eine natürliche Ruhe findet. Für den Betreiber des Zweisteins ist zu viel Ruhe jedoch verheerend. Ah, da ist jemand da. Ich habe schon was gehört. Hier mal rein. Klopf, 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 klopf. Dann kommt eine junge Dame. Hallo. Na? Sorry. Hi. Hi, ich bin die Carina. Ich bin der Frank. Ich weiß. Ja. Komm, wir gehen mal. Ja, kommt erst mal rein. Ich bin in Jogginghose. Das ist cool. Mit meinem Hund am Teich eine Runde laufen. Ja. Ja. Hi. Hi. Überrascht. Also ja, dass jetzt alle hier, als du hier stehst, natürlich der Hammer. Das war eine riesengroße Überraschung. Ich bin ganz fassungslos gewesen, ganz perplex und habe mich dann doch sehr gefreut. Hallo. Servus. Hi. Servus. Hi. Na? Na? Da bin ich. Ja, da bin ich. Haben wir es nicht so gedacht. Ja. Unbeschreiblich eigentlich. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Daniel. Ja, so ist es. Was ist los? Keine Gäste. Nix. Am Wochenende haben wir oft Tanzveranstaltungen oder sowas. Das ist okay. Aber dafür in der Woche, ja, da stehe ich hier rum und denke, warum hast du jetzt überhaupt aufgemacht, so ungefähr. Ne? Wenn man hier steht und nichts zu tun hat, ist es halt auch einfach deprimierend. Die Zeit geht nicht rum. Essen steht hinten, habe ich eben erst, weiß ich nicht, wie viel Essen wieder weggeschmissen gerade. Ja. Was macht ihr hier für eine Küche? Ja, so Bistro-Küche mäßig. So, so kleine Snacks, Baguettes, Currywurst, Caesar Salad, ein strammer Maxhammer drauf, so Röstis mit Räucherlachs. Ja, genau, so Kleinigkeiten. Wie lange seid ihr hier? Ein Jahr. Schulden? Sind vorhanden, private, aber bei meinem Vater. Ich habe direkt von meinem Vater um die 13.000 Euro gekriegt. Keine Bankschulden oder so? Ich kann alles soweit bezahlen, Getränkelieferanten. Aber es bleibt halt nichts mehr für meinen Vater hängen, beziehungsweise für mich oder Carina. Was habt ihr gelernt? Ich habe Bäcker gelernt und Hotelfachmann. Okay. Und ich auch Hotelfachfrau. Genau. Okay. Ich bin Chef natürlich, hauptsächlich Barkeeper hier. Und wenn wir mal was zu essen haben, auch der Koch. Am Wochenende mache ich Theke mit, da zapfen wir Bier und unter der Woche mache ich Service. Ist das hier eine Herzensangelegenheit für euch? Ja, ich schon, ja. Man wächst immer mehr dran jetzt in einem Jahr. Es ist einiges auf und ab gegangen auf jeden Fall. Viel passiert. Währenddessen auch. Was denn? Wir haben uns, ja, wir sind jetzt auch so ungefähr ein Jahr jetzt zusammen. Dann ist bei uns viel passiert. Sie ist krank geworden in der Zeit. Multiple Sklerose, also MS-Erkrankung.
Das war dann schon mal der erste Rückschlag und auch Schicksalsschlag bei uns beiden. Und schwanger waren wir zusammen, das Kind verloren. Ein schwer zu ertragendes Unglück, das die beiden tief belastet. In der 19. Woche hat dann das Herz aufgehört zu schlagen. Ja. Das ist ja. Sowas muss ich auch erst mal sacken lassen. Wir lassen es immer noch sacken, Herr Wolf. Okay, wir machen mal Folgendes. Ich gucke mich jetzt mal um. Ja, gerne. Und dann sehen wir gleich weiter, okay? Okay. Solche Schicksalsschläge gehen auch Frank Rosin sehr nahe. Kennt ihr das? Man lernt Menschen kennen und was gerade die ersten zwei Minuten und bam, auf einmal öffnen sie sich vor dir so. So krass, so, dass dass man sofort sagt, ey, pff, ja, egal was ist, den muss dir helfen. Ist schon krass, wie das alles verschiebt. Oh. Oh. Das ist doch schön hier. Das ist schön, schöne Lampen, geschmackvoll. So ein bisschen Lounge-Charakter, so ein bisschen Club-Charakter. Guck mal hier, da fährt er. Das war mal eine richtige Bahnhofskneipe hier. Vielleicht auch so der Aufenthalt, wo man vielleicht auch seine Tickets früher gekauft hat oder so. Ja. So, jetzt geht man in die Küche, es geht glaube ich hier entlang. Auch die 20 Quadratmeter große Küche kann sich sehen lassen. Oder trügt der Schein? Technik, funktioniert alles? Die Herdplatte ist kaputt, da ist was draufgefallen. Aber ansonsten. Und das ist gerade nicht drin, das Auto? Das ist gerade nicht drin. Wir hatten jetzt, die Kühlung war ausgefallen, die hier ist kaputt gewesen. Und das waren ja auch 800 Euro. Und ja, das sind dann Sachen, wo man schwer zu beißen hat. Ja, zumal die Reparaturen manchmal teurer sind als die Anschaffung des Ganzen, ne? Ja, genau.